As you fade away, yeah, 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 yeah. Es hat eine große Last von mir genommen, dir die Wahrheit zu sagen. Danke, dass du mir zugehört hast. Aber darüber zu reden und die Jahre Revue passieren zu lassen, hat unschöne Erinnerungen geweckt. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe dir gesagt, dass ich viele Jahre lang am Rand der besiedelten Systeme mit Schmugglern kooperiert habe. Mit einigen davon habe ich eng zusammengearbeitet und mit der Zeit Beziehungen aufgebaut. Sie waren keine Versprochenen, aber ich habe sie als Freunde gesehen. Die Angehörigen von Haus Varun. Wir, die der großen Schlange als Diener versprochen wurden, jetzt und für immer da. Im Gegenzug verspricht die Schlange, sich nach ihrer Rückkehr um uns zu kümmern. Ja, das habe ich auch bemerkt. Es war eine Überraschung und ist es noch. Ich wurde zu dem Glauben erzogen, dass alle, die der großen Schlange nicht folgen, bedeutungslos sind. Denn sie sind verloren. Ihr Schicksal ist unabänderlich und grausam. Und doch lernte ich nun Menschen mit Hoffnungen und Träumen kennen, Vorlieben und Abneigungen. Es kam mir vor wie ein kleiner Verrat an Haus Varun, aber meine Freunde waren mir wichtig. Und dann habe ich sie verloren. Das war es. Auf eine Weise, die ich damals nicht verstanden habe. Es plagt mich noch heute. Es ging so plötzlich. Wir waren auf einem abgelegenen Planeten, um Fracht umzuladen, als aus dem Nichts Fanatiker auftauchten. Wir konnten kaum reagieren. So viele wurden sofort getötet. Meine jahrelange Ausbildung hat mich wohl gerettet. Ich bin nicht erstarrt, sondern sofort zu meinem Schiff geeilt. Habe sie aber alle zurückgelassen. Aaron Bascom und Jada Wong. Sie waren meine Freunde und ich habe sie im Stich gelassen. Und seitdem nie nach ihnen gesucht. Ganz gewiss, sie waren einfallsreich. Aber wie sehr wurde ihr Leben durch diesen Moment zerrüttet? Seit ich dich kenne, denke ich mehr und mehr über all das nach. Wie merkwürdig alles war. Wie ich nie erfahren habe, was wirklich passiert ist oder was aus ihnen geworden ist. Meine Verbindung zu dir hat mich daran erinnert, was es heißt, jemanden zu vertrauen. Für ihn da zu sein. Das darf ich nie wieder vergessen. Ich muss dem endlich nachgehen. Und ich hätte dich dabei gerne an meiner Seite. Ich weiß nicht, was wir finden, aber ich weiß, mit dir wird es leichter. Danke, das ist... Tut mir leid, ich bin es nicht gewohnt, dass jemand mir gegenüber so hilfsbereit ist. Ich weiß nicht, wo sie sein könnten, aber ich glaube, wir sollten unsere Suche in Aquila City beginnen. Dort habe ich Aaron Bascom zuletzt gesehen. So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Starfield hier bei mir auf dem Kanal. Und ich habe fangen wir mal vorne an. Wir haben ja am Ende der letzten Folge haben wir ja gesagt, komm hier, ich mache jetzt ein paar Level alleine, damit wir den Hardpoint, den Mond besiedeln können quasi und auf den gewissen Ausbaufaktor kommen. Und das habe ich auch gemacht. Wir sind jetzt Level 36. Ich weiß nicht, wo wir angefangen haben. Ich glaube 29 oder 26, 25.
Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall 10 Level gemacht. Ich kann dir mal kurz zeigen, was ich gemacht habe. Missionen. Ich habe keine Hauptquest oder sowas gemacht. Ich habe hier nur hier so einen Scheiß gemacht und ein paar Planeten erkundet. Da gibt es auch mal 200 XP dafür und so. Also es war ziemlich, nervig. Man, ja, das Leveln ist, wenn man so normal levelt, ist schon ganz schön straight. Und jetzt, ich musste dann hier bei Forschungsskill, den musste ich dann quasi 8 Punkte verteilen, glaube ich. 8 Punkte, 9 und 9 braucht man insgesamt. Zwischenzeitlich musste ich nochmal einmal einen Punkt stecken in Schlösser knacken, weil ich da so ein Schloss nicht aufgekriegt habe. Und sonst habe ich ein bisschen Scan-Anzug-Design und so ein bisschen hochgelevelt. Forschung ist halt nicht ganz unwichtig, wenn man Sachen selber herstellt. Habe ich so rausgekriegt und das war eigentlich ganz gut, dass wir das mal gelevelt haben. Außenpostentechnik bin ich jetzt auch noch nicht weiter, noch nicht groß weiter. Muss mal sehen, wir müssen noch ein Außenpostmodul bauen. Ich habe es natürlich ein bisschen rumprobiert. Wir sind wieder auf Hardpoint, muss ich sagen. Und während dieser ganzen Odyssee, nenne ich es mal, hat Andrea angefangen hier, sie will mit mir sprechen. Und ich dachte, ich muss jetzt mal mit der sprechen, damit das nicht irgendwelche Probleme mit der Reputation gibt. Und deswegen habe ich jetzt das, ich habe das aufgenommen, was sie zu uns gesagt hat, und habe euch das jetzt quasi vor die Folge geschnitten. Und ich denke mal, das. So, wir befinden uns auf Hardpoint. Ich habe zwischenzeitlich noch auf einem anderen Planeten einen Außenposten gebaut zum Testen. Das zeige ich dann anders mal. Das ist halt nicht, der ist nicht wirklich, also nicht wirklich ausgebaut. Das ist halt nur ein bisschen, auch wieder nur Eisen und Aluminium. Wir haben uns jetzt auf Eisen, Aluminium und Helium-3 beschränkt. Aktuell. So, und ach so, ich habe hier ein Ich paar Dings freue mich dabei. schon Ein auf paar die Siedler. Zivilisation. Ja. Danke. Kein Problem. Ich komme aber leider mit meinem Kraftantrieb nicht dahin, wo die hin müssen. Das ist echt ein Problem. Deswegen sind die noch an Bord. Ich glaube, die müssen wir dann ohne Übel die Quest abbrechen, weil ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht so weit fliegen. So. So, wir sind auf Hardpoint. Es hat locker jetzt nochmal 4, 6 Stunden gedauert, bis ich den richtigen Spot gefunden habe. Es ist sowas von nervig. Du hast zwei Probleme. Einmal, du hast diese Ohr, du hast die Analysekarte. Das ist ganz klar. Aber die stimmt nicht so genau. Also diese Ressourcenspots, die hauen nicht hin. Und dann hast du die Oberflächenkarte. Nur die hat im Endeffekt überhaupt nichts mit dem Ding zu tun. Es ist sowas von durcheinander. Ich weiß nicht, wie das. Man kann sich ganz schlecht orientieren, finde ich, bei dem Spiel, also auf dem Planeten. Und wenn man jetzt hier, wenn ihr euch das anguckt, ich weiß nicht, bei YouTube seht ihr das vielleicht, so ein Pixel jetzt hier. Das kann eine Reise von 1000, 2000 Meter sein, also 2, 3 Kilometer. Das ist ein Pixel. Je nach Maßstab von der Karte, ne, im Endeffekt. Und wenn du da dich falsch landest, dann du findest es einfach nicht. Das ist einfach nur ein Glücksspiel. Aber ich habe natürlich alles gegeben. Ich reise kurz zum Außenposten. Und den bauen wir jetzt mit euch zusammen. Ich habe jetzt nur diesen Außenposten-Spot gesetzt. Industrieller. Produziere 500 Gesamtressourcen durch Außenposten. Ich muss mal zu dem anderen Außenposten, glaube ich. Machen wir dann aber. So, wir sind in Hardpoint. Wir haben jetzt hier ist drinne. Weiß nicht, ob man es sieht. Ich habe eine kleinen Tweak installiert. Ich kann ein bisschen weiter die Ressourcen sehen. 4000 Units quasi. Da ist Eisen da hinten. Man sieht es vielleicht ein bisschen schlecht. Da ist Eisen. Und hier ist Helium-3. Das ist eigentlich auch wichtig, wenn man Frachtleg aktivieren will. Auf dem Planeten gibt es natürlich noch mehr Gelumpe. Da und da ist. Und hier ist Aluminium. Und ich würde jetzt auch, damit würde ich jetzt auch anfangen. Ich würde jetzt erstmal die Abbausektoren setzen. Aber jetzt muss man natürlich zum Außenposten zurück. So. Jetzt können wir mal die Folge werden wir uns mal gönnen, nur ein bisschen rumbauen. Und dann in der nächsten Folge oder übernächsten Folge werden wir uns um Andrea-Quest kümmern. Erstmal, denke ich mal. Das ist glaube ich, wichtig. So, Dekoration. Wir fangen natürlich an mit Extraktoren. Es kann natürlich gut sein, dass ich aktuell keine Ressourcen dafür habe. Das wäre aber scheiße. Ne, jetzt sieht aber gut aus. Helium-3-Extraktor. Doch, Nickel fehlt mir da. Wolfram. Da fehlt mir Wolfram bei Aluminium. Vielleicht war das gar nichts. Und bei Eisen fehlt mir auch Wolfram. Scheiße, wo kriege ich das Wolfram her? Auf die Schnelle. Oh, hä? Okay, dann müssen wir Wolfram besorgen. Keine Ahnung wo. Auf dem Planeten gibt es kein Wolfram, soweit ich weiß.
Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Das hätte ich natürlich offscreen machen können. Aber jetzt, das habe ich gar nicht drauf geachtet, jetzt ehrlich gesagt. Da können wir irgendwo hinfliegen. Irgendein, ja, das kann ich mal machen. Und kaufen es einfach. Kaufen einfach 20 Wolfram, wenn das gibt, irgendwo. In der Mining League oder so. Da würde ich nur kurz den Landeplatz hier setzen, damit wir dann gleich wieder landen können. Und zwar würde ich den gerne in der Nähe. Setzen mal hier. Da ist keiner, genau, das ist gut. Die würde ich jetzt gerne hier in diese Kuhle reinbauen, habe ich mir überlegt. Ich hoffe, wir haben dafür genug Ressourcen am Start. Habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet, die Ressourcen. Ich habe die alle verbraucht bei dem ersten Außenposten, beim Test Außenposten. Und habe da nicht neu, nicht nochmal neu geladen. Solarwindturbine braucht Nickel. Wir brauchen auf jeden Fall Nickel und Wolfram. Schmierstoffe fehlt uns auch. Kleiner Feststoffbehälter, das ist schon mal gut. Aber den brauchen wir nicht jetzt. Gebäude. Herstellung. Der Mond ist halt relativ sicher, weil uns hier nicht viel angreifen. Höchstens irgendwelche Schiffe, die landen, können uns angreifen. Landeplatz, Schiffs mit Schiffsbilder. Das ist, ja, ich möchte in den großen Männern schon gerne den großen. Man kann natürlich hier noch in den V-Modus gehen. Das ist natürlich noch ein bisschen besser. Wenn ich dann nach hinten ziehe. Kann ich den so ein bisschen herschieben. Ein bisschen Platz. Wo ist denn? Wo ist unser Außenposten-Spot? Sieht man mal die Größe von dem Außenposten. Nicht so groß, ne? Aber es geht. Ich hätte gerne... Aber man spawnt immer, wenn man sich dahin teleportiert, spawnt man immer an diesem Teil da unten. Was wir eben gesetzt haben. Und deswegen möchte ich den Lander also in die Richtung so ungefähr. Bauen wir. Wir machen erstmal als unser allererster Außenposten. Den mal in schön werden wir auf jeden Fall irgendwann nochmal bauen. Aber aktuell ist das nicht so wild. Und jetzt können wir nämlich an der Höhe landen auf dem Ding. Ein bisschen hier versunken, aber das ist nicht schlimm. Ja. Genau, und dann schauen wir mal, wie wir hier weiter vorgehen bei dem Ding. Wir brauchen auf jeden Fall die drei Extraktoren müssen wir bauen. Ich will noch mal kurz gucken, was wir. Also wir brauchen auf jeden Fall Schmierstoffe, Wolfram und Nickel. Und mal gucken, was der Helium-Extraktor braucht. Ach, auch Nickel, alles klar. Schmierstoffe, Helium, Nickel. Das ist unsere Sache, die wir jetzt mitbringen müssen. Dann würde ich jetzt kurz zum Schiff reisen. Benennen tun wir nachher den Außenposten, würde ich sagen. Es gibt so eine Mod, dann hast du im Quest-Log, kannst du anhaken, Außenposten, den, und dann siehst du die Markierung und so ein Kram. Das würde ich mir nochmal installieren, weil das ist echt blöd, du musst den Planeten wissen, also du hast keine Übersicht über deine Außenposten irgendwie, habe ich so das Gefühl. So, rein ins Raumschiff, dann müssen wir irgendwo hinfliegen. Aquila City, wir sind natürlich im Cheyenne-System, also Aquila City ist nächste, fliegen wir kurz dahin. Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Ja, Andreas, stimmt. Hier mal das ist am kürzesten, wenn wir jetzt Aquila City bereisen. Hier. So, landen wir mal da. War schon lange keine Ranger-Quests mehr gemacht, ne? Ich weiß noch nicht, wie weit wir da sind. Die Hauptquests haben wir bestimmt fast durch. Also wir sind ja schon ein Freestyle-Ranger. Von daher ist es ja gut im Endeffekt. Also Schmierstoffe, Nickel und Wolfram. Eisen und Aluminium müsste ich eigentlich genug dabei haben, weil ich habe das von dem anderen Außenposten das alles mitgenommen. Ja, doch bestimmt, irgendwo ist doch bestimmt hier die Trade Authority. Und die haben doch so einen Schrott bestimmt für uns. Nur da vorne ist ein Automat von denen. Wenn die sowas überhaupt haben. Die Ressourcen haben die gar nicht. Rucksäcke, Helme, Kleidung. Ne, haben die gar nicht. Okay. Insofern müsste man nach Jamerson reisen, weil Jamerson weiß ich, da gibt's ja diesen Mining-Dings. Ich hab die Schnauze voll von den Bissen. Ich kenne Aquila City recht gut. Besser vielleicht, als mir lieb ist. Ah, okay. Die kennt Aquila. Wir auch. Haben schon viele geleistet hier. Das gleich. Ey. Aber was hast du zu verkaufen? Du siehst müde aus. Vielleicht kann ich dir einen Kaffee bringen. Ich zeig's dir einfach, statt es aufzuzählen. Ach, Ressourcen.
Okay, adaptiver Raum, Kosmetik, Nickel. Hatte 21. Würde ich erstmal alle kaufen. Wolfram, dasselbe. Schmierstoffe. Hier. Au, so billiges Zeug. Eigentlich kann man das alles kaufen, ne? Also von vorne oben nach unten alles durchkaufen. Aber ich weiß es nicht, ob uns das helfen wird. Aluminium haben wir selber. Beryllium haben wir, glaube ich, auch dabei. Vielleicht nochmal was kaufen. Scheiß drauf. Jo. Ich würde nochmal ganz kurz 24 Stunden warten. Oder 48. Vielleicht hat er noch mehr zum Verkaufen. Ich habe mal, ich habe die Mod deinstalliert, die, wo der automatische Anzug ausschießt. Aber ich habe dafür, gibt's, es gibt bei den Einstellungen hier, und zwar bei Inventar und dann auf Anzüge, gibt's da unten Anzug in der Siedlung anzeigen, kann ich an und aus machen. Das ist quasi dasselbe. Es geht zwar nicht, wenn ich jetzt ins Raumschiff gehe, aber in Siedlung, das reicht mir ja im Endeffekt. Im Endeffekt sieht es ja eh keiner, wenn wir wissen. Cleverer mit den Ashter umgehen. Ja, sehe ich auch so. Was will die? Gibt es da irgendwas, wo ich mich mal hinsetzen kann? Nur mal so 48 Stunden. Ja, bestimmt da oben. Hey, müssen wir uns mal ein Haus kaufen hier in der Hütte. Wir haben ja ein bisschen Geld. Ich habe über 1 Million jetzt. Also durch dieses ganze Rumgeflogen. Ich kann mal kurz zeigen. Wir haben 1,1 Millionen haben wir. Also Geld ist nicht so das Problem mehr. Ja gut, wir haben, ich glaube, das ist schon 700.000 hatten wir, wo wir aufgehört haben. Letzte Folge 79, jetzt Folge 80 müsste das jetzt sein. Und da haben wir schon so, glaube ich, 57.000 hatten wir schon in dem Dreh. Von daher, wir warten noch mal kurz. Und zwar, das ist echt eine scheiß Zeitverhältnis. Hardpoint hat ein besseres Zeitverhältnis, glaube ich. Müssen wir jetzt zweimal warten, weil wir müssen 48 UT-Stunden warten. Für die, für den Restock von den Händlern. Und dann hole ich mir nochmal kurz, Nickel und Wolfram und Schmierstoffe. Und dann reißen wir sofort zurück. Wenn wir in der Folge noch den Außenposten soweit aufgebaut kriegen. Ich will allerdings keine Schönheit bauen jetzt. Wir bauen diesen Landeplatz. Dann möchte ich so ein kleines Werkstatt. Und dann hätte ich gerne dort in Hardpoint, weil das passt, klingt hart. Da möchte ich gerne den Dings aussetzen. Da möchte ich gerne den Typ aussetzen. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert. Also den Superfan möchte ich gerne da aussetzen, dass der aufhört mit dem Galaber. Und nochmal 24. Und dann möchte ich, da soll noch die Lin, soll da auch mit hin. Die ist ja quasi dafür vorbereitet. Die ist ja eine Minerin. Vielleicht kann die da, keine Ahnung, das ist halt ein bisschen Deko. Müssen ja nicht alle hier, die müssen ja nicht alle irgendwie im Speicher versauern, sondern die können da auch was machen. Nicht. Also, das ist der Plan. Also, wir bauen die Extraktoren jetzt und dann den Landeplatz haben wir jetzt schon gebaut. Und dann so einen kleinen Außenposten. Befestigen und so könnte man natürlich auch. Weiß ich nicht. Ein paar Dings. Ich würde gerne eine Mauer drum ziehen. Ich weiß nicht, ob das geht so einfach. Wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich nicht. So, es müsste reichen. So, mal einmal hier sind. Komm mal, ich mal schnell. Geh mal weg da. Hier so. Transmission Board. Ja, transportiere. Montanura, das ist eigentlich 2 Tage, das können wir echt schnell machen. Zerstöre Crimson Fleet, das ist ja zeitlos. Können wir auch machen. Okay. Es gibt nicht schlecht XP und ja, die. Einfach hier abhängen. So, Kollege, hast du einen neuen Restock? Zu mir kommen alle. Hast du einen neuen Stock für mich? Hier, bitte, lass dir ruhig Zeit. Ja. Ressourcen. Nickel. Machen wir wieder alles. Wolfram auch alles. Das kostet ja nichts. Beryllium. Komm, nimm mit. Eisen, Aluminium haben wir dabei. Das müssen wir eigentlich nicht. Schmierstoffe noch. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht, was wir noch brauchen. Ne?
das Draht und den Scheiß kann man da alles herstellen. Sobald wir die zwei Dinger haben. So, danke. Dann war es das eigentlich schon. Komm, Andrea, wir gehen. Wir fliegen direkt los. Ich würde auch kurz nach das mit dem Montanura erledigen, dann ist das weg. So, Kurs festlegen. Ist ja quasi im System. Dann kann ich direkt von hier aus landen, dann weg und dann fliegt man direkt nach Hardpoint. Und da geht's los. Den letzten Außenposten habe ich gebaut in mit dem Namen Andromeda. Andromeda und der Planet hieß, der Mond hieß Andromeda 6b. Oder sowas. Ich verstehe den Wunsch nach Unabhängigkeit. Aber diese Menschen sind sehr anfällig. So. Sogar ein bisschen Geld und 100 XP. Also ich finde das nicht schlecht. Kann man zwischendurch mal machen. Oh, da war das Level up. So, und hier habe ich einen Außenposten. Jetzt sieht man das hier auch. Das ist cool. So. Nochmal Kurs festlegen. Ich wollte eigentlich direkt landen. Haben wir unseren ersten Außenposten. Wow. Sind die kaputt? Kann ich mir das Zeug holen? Ja, Trümmer liegen hier auf jeden Fall rum oder fliegen rum. Aber die haben keine Tasche dabei gehabt. Die hatten noch nicht. Okay. Dann landen wir jetzt kurz in Hardpoint. Landen. Oder kurz für den Rest der Folge wahrscheinlich. Sind schon bei 21 Minuten. Lange herum hier klönt jetzt. Aber wir mussten ja die Ressourcen kurz holen. Nützt ja nichts. Ich schmeiß die auch schnell in den Dings jetzt rein. Ins Raumschiff. Dann sind die an einem Ort. Hat er nicht landet? Jo, ich stehe da oben, sehr gut. Das meine ich, du landest hier und dann stehst du automatisch an diesem Ding. Also sollte man das als zentralen Punkt basteln hier, das Teil. Als zentralen Punkt setzen. Und das war jetzt der Plan. Gut, dann können wir direkt im Baumodus gehen, glaube ich. So, Extractor. Baumodus, Transferbehälter. Brauchen wir natürlich dann auch noch Feststoffbehälter. Ricardo, Außenposten, Schleuse. Ich muss mich auch noch beschäftigen mit dem ganzen Zeug, was es da jetzt gibt. Ich habe jetzt nur nach den Extraktoren geguckt. So, jetzt können wir die alle bauen. Fangen wir mit Eisen an. Da hinten. Automatisch da. Links angezeigt. Automatisch der Spot angezeigt. Das ist gut. So, V. Jo, sieht gut aus. Haben wir alles drin. Haben wir ordentlichen Zuwachs, hoffe ich. Ah, das hatte ich schon mal mit dem Baumodus. Ah, fuck, Mann. Warte mal, das geht. Wir können den bauen, aber wir können nicht in den V-Modus gehen. Dann. Das müsste ich jetzt kurz das Spiel neu starten. So geht's. Aber sobald ich in den V-Modus gehe, da lädt er und da kommt er aus dieser so einer Ladeschleife nicht mehr raus. Ich weiß nicht warum. Oder was, weiß ich nicht. Was das zu tun hat. Ich setz mal hier hin. Extraktoren bauen Ressourcen über Zeit ab. Die meisten müssen auf einer Ressourcenart platziert werden. Einige Ressourcen kannst du aber auch aus der Atmosphäre abbauen. Sobald das Inventar des Extraktors voll ist, hört er auf mit zu produzieren. Verbindest du einen Lagerbehälter mit einem Ausgabelink, landen die abgebauten Ressourcen direkt im Behälter. Um einen Ausgabelink zu erstellen, wechsle mit Tab in den Modifiziermodus, markiere das Objekt und drücke Maus 2. Alle passenden Ziele werden hervorgehoben. Markiere das Zielobjekt für den Ausgabelink und drücke E. Alles klar. Mir fehlt die Geduld, um etwas zu erschaffen. Es ist viel einfacher, Dinge zu zerstören. Und da ist es einfach. Aber ist nicht schlimm, weil das mache ich für dich. Ich
Ich darf jetzt halt nicht in den V-Modus gehen. Das ist ein bisschen scheiße wegen Bauen. So, hier ist, aber wenn wir ein bisschen vorhalten, dann geht's schon. So, hier ist, ist Aluminium. Ich weiß nicht, ob wir dann nochmal einen zweiten bauen wollen. Im Moment nicht. So, jetzt haben wir Aluminium. Und jetzt würde ich gerne noch den Helium 3 natürlich. Weil Helium 3 brauchen wir für Frachtlinks. Das ist der Antriebsstoff für irgendwas. Also zum Erhalt von Außenposten brauchen wir wohl Helium 3. So eine Energiequelle wie, keine Ahnung, wie Benzin. Und ich denke mal, platzieren den ja gleich hier drauf, so wie er ist. So. Mit Helium-3-Extraktoren in einem Außenposten versorgst du deine Schiffe automatisch mit Treibstoff, wenn du einen Grafsprung zum Planeten des Außenpostens oder über ihn hinweg durchführst. Richte eine Reihe von Treibstoff-Außenposten ein, um in bislang unbekannte Gebiete vorzudringen. Ah, das wusste ich auch nicht. Erhöht das die Grafreichweite oder was? Weiß ich nicht. So, jetzt haben wir das gebaut und jetzt werde ich gerne nochmal ein paar von diesen... Also wir brauchen ja jetzt benötigter Energie ist 15, sind da unten rechts. Eingeblendet, also hier so neben mir, da, sag mal, hier so, sieht man das, 15 ist benötigt und unsere Gesamtenergie ist 0 und deswegen müssen wir jetzt was bauen. Auf den meisten Planeten ging bis jetzt diese Windturbine und die hat, die kann maximal 5 und produziert 3, also 15, 3 mal 15, das sind 5 Stück davon, nicht richtig? Ja, wir müssen jetzt 5 Stück davon setzen. Nee. 3x5, doch 15, doch 5. Oder wir bauen. Das ist kein Problem. Ich hoffe, wir haben genug Materialien. Aber es sieht gut aus. Ja, müssen wir haben. Ich denke mal, wir bleiben erstmal bei Windkraft. Für den Standard-Scheiß und dann sehen wir weiter. Wo setze ich das mal hin? Wir müssen wie so eine Energie-Cluster haben. Aber vielleicht. Na, man muss da keine Kabel ziehen oder sowas. Also von daher. Ich denke mal, hier kann man es hinsetzen. So. Eins. Zwei. Drei. Wir können eigentlich gleich 6 setzen, haben wir ein bisschen Reserve. Ja, das Zeug müssen wir haben. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt im V-Modus sitzen könnten. Ne, dann. Aber es geht. Man kann jetzt auch alles verschieben, das ist kein Problem, das müssen wir dann mal sehen. Machen wir erstmal 6, dann haben wir 18. Und jetzt müssen eigentlich die Dings schon produzieren. Muss man gucken, ob das die beste Energiequelle ist. Das ist für den Anfang jetzt, also die einzige, die ich irgendwie relevant ist für mich. Die ich irgendwie benutzen kann auch. So. So, dann würde ich gerne nochmal zu den Extraktoren kurz ablaufen. Die haben einen gewissen Amount pro Minute, was sie erzeugen. Da ist schon das erste Aluminium drin. Also auf dem anderen Planeten hatte ich 3,3 pro Minute. Wir müssen nur kurz in den Baumodus wechseln, dann sieht man das besser. Oh, 4,16 haben wir hier. Also der Planet ist deutlich besser. Weil er hat auch eine bessere Zeit der Dilatation. Und das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Der Pace scheint nicht schlecht zu sein. 4,16 pro Minute. Ist echt nicht schlecht. So, dann, aber die sind ja bei Zeiten voll, deswegen ist das erste, was wir jetzt als nächstes bauen müssen, ist die Kiste. Und die verbinden, das machen wir jetzt auch noch. Baumodus, Kraftstoffgenerator, können wir natürlich, glaube ich, auch machen. Der braucht halt Helium 3 und macht 20. Muss man sich das halt überlegen, ob man das besser ist, ne? Ich hätte gerne ein richtig fettes Lager irgendwo noch hingebaut, aber ich weiß nicht, ob ich das hier mache oder auf anderen Außenposten, das weiß ich noch nicht. Ich kann bis jetzt auch nur kleine bauen, Feststoffbehälter, weiß ich nicht. Helium 3, ist das flüssig? Ich weiß gar nicht. Ich werde das mal hier einen erstmal hier in der Nähe setzen einfach. Wir können ihn da noch verschieben, das ist nicht das Problem.
eingebauter Außenposten kann buchstäblich Leben retten. Das sehe ich auch so. So, Modifiziermodus. Kannst ja da, ne? Ausgabelink. Maus 2. Ach so. Nee, wir müssen... Ach, das kann ich von hier aus machen. Geil. Maus 2. Verbinden. So, und jetzt macht der Extraktor da hinten Eisen, schmeißt es direkt hier rein in die Kiste. Das finde ich richtig gut. Bei dem gilt es dasselbe. Und bei dem weiß ich nicht, ob es geht. Nicht erlaubt. Ne, wir brauchen, da brauchen wir Flüssigbehälter, glaube ich. Deswegen mache ich kurz abbrechen. Wechsle ich im Baumodus. Flüssigbehälter klein, setze ich direkt daneben. Ja, das geht. Setzt man drauf? Komm, setzen drauf. Egal. Maus 2. Oh, das geht nicht. Ich dachte, es wäre gegangen. Habe ich den falschen gebaut? Flüssigkeits. Ach so, Gasspeicher ist das bestimmt, ne? Helium 3 ist bestimmt Gas. Nicht ausreichend Ressourcen. Das fehlt Kupfer. Ist ja geil. Gut, Kupfer gibt es aber auf dem Planeten hier. Wir könnten uns natürlich, also es gibt noch ein paar Ressourcen auf dem Mond hier. Die, denke ich mal, wir werden jetzt einfach hier noch einen zweiten Außenposten einrichten. Ohne alles, wo ich halt nur abbaue und das Zeug dann hierher schicke. Weil im System kannst du Ressourcen einfach hinher schieben. Also einfach hinher schicken, das von daher. Müssen wir natürlich mit dem Helium 3 ist natürlich jetzt ein Problem. Wir brauchen kurz Kupfer. Ich muss mal kurz auch gucken, wo wir Kupfer jetzt herkriegen auf die Schnelle. Kupfer! Naja, hier, von hier wahrscheinlich. Ist das Kupfer? Ne, das ist Helium 3. Das ist Aluminium. Dann hätte ich ja gerne, ich würde gerne so ein Lager einrichten, Osma, hier auf dem links Außenposten. Aber das kann ich auch mal gucken, das kann man solche Sachen, ich kann da ein bisschen was offscreen machen mit dem Außenposten. Auch leveln, das werde ich ein bisschen offscreen machen, denke ich mal. Weil da geht's dann, da muss ja nur dann, hier, da stellt sich ja eine stellt alle tiefe Haben her, wenn genug Zeug da ist. Da ist nochmal Kupfer. Mag sein, dass es hier auch einen Spot gibt, wo Kupfer noch mit reinkriegst. Aber ich habe jetzt, also ich habe jetzt nach ein paar Stunden, habe ich dann einfach aufgegeben. Ich habe, ihr könnt euch mal meine Karte, ich weiß nicht, ob ihr das sieht, auf meiner Karte. Aber man sieht es leider nicht. Ich habe ganz, ganz, also im letzten, vor dem letzten Neustart habe ich ganz, ganz viele Landeplätze hier gehabt. Und, ich denke mal, das war gerechtfertigt, jetzt Schluss zu machen. Und die drei Ressourcen, die wir jetzt haben, die reichen eigentlich erstmal. Von Anfang sind die schon top. Und der Planet ist gut, also der Dings ist gut. Und hier sind auch noch ein paar Ressourcen mehr. Wir können noch mal kurz gucken, was noch alles gibt. Hier ist halt ein bisschen unwirklich, gell? Aber wir müssen ja nicht hier groß rum. Gammeln hier. Wenn alles eingerichtet ist, dann fliegt man ja wahrscheinlich nur noch her für die Ressourcen, wenn überhaupt. Vielleicht tun wir die auch an einer Stelle alle zusammenziehen. Also wir haben einiges an Ressourcen hier. Im Wasser ist klar, hier im 3 ist klar. Aluminium wissen wir, Kupfer ist dabei. Eisen, Fluor und Jetoberium. Das ist so ein, weiß nicht, das ist so eine spezielle Ressource, müssen wir gucken. Die würde ich gerne, gucken wir mal, ob wir das Jetoberium und das Kupfer in 1 kriegen. Also ich werde nochmal so offscreen nochmal einen Außenposten hier irgendwo hinsetzen. Aber aus, wenn der hier vernünftig läuft. Und dann, ja, geht das hier weiter, denke ich mal. Dann müssen wir halt, wir können halt insgesamt 12 Stück bauen aktuell. Und, ich weiß nicht, wie viel mal Gasspeicher. Reicht das jetzt noch immer noch nicht? Immer noch Kupfer fehlt. Oh. Und Gasspeicher ist halt, ja, teuer an sich. Aber den, wir brauchen den halt für das Helium, denke ich zumindest, wenn wir den brauchen. Der arbeitet hier, oder? Achso, das wird gleich abgezogen. Wir müssen dann in den Dings vorne gucken. Das müsste eigentlich auch Eisen sein da. Eisen findet halt. Es ist am besten, wenn ihr, wenn ihr euch euren eigenen Außenposten bauen wollt und kommt nicht klar mit den Ressourcen. Ihr landet am besten pixelgenau auf zwischen zwei Ressourcen und dann steigt da aus und macht mit dem Außenposten-Modul, also hier in diesen Scanner rein.
Und dann auf R. Und dann siehst du oben links die Ressourcen. Das ist am besten. Und dann habe ich, so habe ich halt auch gesucht. Und das, du kannst halt einfach nur suchen. Was anderes kannst du nicht machen. Eisen brauche ich überhaupt nicht. Ich brauche Kupfer. Das Kupfer. 6 Stück ausmachen. Ich glaube, Kupfer muss man da noch hinzufügen. Ich weiß nicht, wie viele Ressourcen es insgesamt gibt, aber ich würde schon gerne versuchen, alle Ressourcen, die es gibt, irgendwie reinzupokeln hier. Unterkühlung erlitten, also wir sind, der Planet ist echt Schrott. Aber ist ja, wir müssen, wie gesagt, wir müssen ja nicht hier groß rumhängen. Also nicht hier draußen zumindest. Wenn die Extraktoren einmal laufen und wir bauen jetzt noch ein bisschen Interieur bauen wir jetzt noch, was zum Pennen. Und ich weiß nicht, wie man die NPCs jetzt da drauf geslottet kriegt auf dem Planeten. Aber das kriege ich noch raus. Boah, ich dachte, hier kommt irgendwas angelaufen. Wir nehmen das Eis nochmal mit. Anfang dachte ich halt, dass diese Spots, da wo ich jetzt gerade das Eisen abgebaut habe, dass die reichen. Aber du brauchst wirklich diese Flächen, wo du die reinsetzen kannst, die Extraktoren. Ist echt cooles System an sich. Ist gut gelöst. Bauen Extraktoren? Nee. Da brauche ich jetzt eigentlich nicht. Gasspeicher klein. Jetzt geht er. Gas brauche ich jetzt, ne? Ja. Ich setze mal mit hier dran. Da haben wir erstmal einen Pack hier. So, da holen wir uns den. Ach so. Da ist mich raus im Baumodus. So, Tab, rechte Maustaste und auf Gasspeicher. So. Gehen wir kurz raus. Und da haben wir schon 16 Eisen, 14 Aluminium, alles am Start. Und die Bänke ziehen sich jetzt automatisch auch, glaube ich, da raus. Also das gibt es keine Probleme. So, und da würde ich jetzt gerne unseren ersten Dings bauen. Unser erstes Modul, quasi Wohnmodul. Ausstellungspuppen, gibt Haufen Dekorationen, es gibt dann auch Mods für mehr Dekorationen, ist ein bisschen wie bei Fallout, aber ich glaube, wir werden da nicht viel installieren, weiß ich noch nicht, kann natürlich sein. So, es gibt einmal so Wohnmodule hier, die sind so grün, dann gibt es so Hydro-Module, die sind durchsichtig. Wissenschaftsmodul, ich glaube, ich würde Wissenschaftsmodul machen. Diesmal. Ich habe die grünen gebaut beim letzten Mal. Das war nicht so schön. Ist halt blöd, dass wir nicht in Außenmodus kommen. Aktuell. Ich hoffe, das sieht einigermaßen aus, was ich jetzt hier mache. Ein bisschen hochziehen. Ah, du optimierst ein wenig, ja? Ja, ich optimiere ein wenig. So, und was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich eine Schlupfschleuse. Das ist ganz klar. So, und jetzt haben wir schon unseren ersten Außenposten gebaut. Also ersten Teil. Wie wir am besten reinkommt, so. Und haben wir jetzt hier eine schöne Fläche. Können wir Werkbänke reinstellen. Aber wie wir Werkbänke hier reinstellen, das sehen wir leider aus in der nächsten Folge. Also bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.